Yo Grüß Guys! euch, servus. Nächstes Video und heute geht es um einen Entertainer. Yes, oder Den ESFP. Partygott. Den Partygott. ABP, always be partying. Also ich glaube, ihr kennt es mittlerweile sehr, sehr gut aus unseren Videos. Und der Entertainer, starten wir gleich eine, ist wirklich einer der, ja, lustigsten, spontansten Typen, die es überhaupt gibt. Also egal, wo es eine Party gibt, egal, wo irgendwas mit Spaß ist, der Entertainer ist dort in der Regel der, der alle anspornt. Der Entertainer ist derjenige, der zum Beispiel überall mitmacht, auch bei Kinderpartys, wenn es darauf ankommt, weil er einfach Spaß haben will, weil er sich so im Moment verlieren kann. Und auch bei Partys, der shaket ab, der tanzt, der liebt den Moment, der genießt das in vollen Zügen und der zündet andere mit seiner Leidenschaft an. Also der Entertainer kann seine Energie so perfekt auf andere übertragen, dass es keinen einzigen Typen neben ihm gibt, der mit so viel Freude und Euphorie, so viel Zeit und Energie in wirklich die Motivation von anderen Menschen einsteckt. Er gibt sie wirklich selbst her, damit andere auch Freude haben. Und der Entertainer liebt nichts mehr, als mit seinen Freunden gemeinsam zu sitzen oder gemeinsam Dinge auszuprobieren und einfach Spaß zu haben. Nebenbei hat er aber einen richtig, richtig coolen Sinn für Ästhetik und Mode. Also er ist wirklich jemand, der im Haus bei Inneneinrichtungen ganz genau schaut, dass das passt. Er ist jemand, der Mode liebt, der wirklich auch einen Sinn für Ästhetik, für Körperpflege, für wirklich Gewand aller Art hat und der wirklich neue Trends gerne austestet. Das heißt, oft passiert es, der Entertainer sieht irgendwen und sagt, boah, das schaut richtig cool aus und sagt, das will er probieren. Und dann ist er derjenige, der wirklich die neuesten Klamotten anhat, der super ausschaut, weil er einfach Ästhetik liebt. Und was der Entertainer halt ist, er ist so ein im Moment lebender Typ, dass er nicht langfristig plant. Also ich sage mal so, wenn man Entertainer langweilen will, dann redet es mit ihm über Politik, Wissenschaft, Statistik und Co., weil das wird er ganz bewusst ignorieren. Das interessiert ihn überhaupt nicht und er ist ja dafür nicht wirklich ausgelegt, weil er eben so im Moment lebt, dass ihm die Vergangenheit und da die Zukunft egal ist. Das heißt, er will nicht planen und er kann es ja nicht wirklich gut. Oft bei ihm ist es so, er ist jemand, der eben auch Qualität so schätzt, aber gleichzeitig so spontan agiert, dass er die Kreditkarte durchzieht und dann Mitte des Monats draufkommt, ui, da ist kein Geld mehr da. Und dann geht er zu seinen Freunden und gleichzeitig passiert es mit dem Zuckerkonsum, mit dem Alkoholkonsum. Er lebt einfach so im Moment, dass er sich keine Gedanken macht, was morgen passiert, sondern er lebt sie im Moment voll aus. Und das hat aber natürlich Konsequenzen. Und da ist es wichtig, dass Entertainer einfach reifen und früh genug merken und lernen, dass sie eine gewisse Weitsicht haben müssen. Weil sonst ist eben die Gefahr da, eine Zeit lang machen sie es, dass sie das machen können, was ihnen Spaß macht. Aber durch das, dass sie dann unaufmerksam werden und nicht planen können und wollen, ja, haben sie kein Geld mehr. Und sie können das, was ihnen Spaß macht, nicht ausführen mit ihren Freunden. Und es gibt nichts, was für einen Entertainer schlimmer ist, als wenn er nicht mit seinen Freunden unterwegs sein kann, Spaß haben kann, den Moment genießen kann. Aber alles in allem ein extrem euphorischer Typ, der den Moment lebt und genießt wie kaum ein anderer und der andere wirklich motivieren kann. Genau, und jetzt kommen wir zu den Stärken des Entertainers. Und ich kann da auch wirklich nur anschließen. Also für den Entertainer, er stellt sich die Frage gar nicht, ob er jetzt aus der Komfortzone geht oder nicht. Er macht es einfach. Und dabei geht er sowieso aus der Komfortzone. Und das Spannende dabei ist, dass er dafür lebt. Das heißt, wo andere wirklich eine gewisse Blockade haben und sagen, bah, ich traue mich nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, ist der Entertainer derjenige, der aus sich schießt und das einfach macht. Und er braucht das, wie gesagt, weil er da einfach so schnell zu langweilen ist, dass er das auch wirklich ständig sucht, aus der Komfortzone zu gehen. Er ist so, das ist so, every day is a show. Also jeden Tag ist für ihn eine Show, wo er eine Performance abzuliefern hat. Und das ist sein Credo. Und so startet er jeden Tag einfach in den Tag. Entertainer leben einfach im Fokus, immer im Hier und Jetzt und lieben einfach die Unterhaltung, dass das Leben bietet und teilen das natürlich extrem gern auch mit ihren Freunden. Die Schwächen von dem Entertainer. Und zwar, die Entertainer kennen einfach nicht mit Kritik. Entertainer kennen nicht mit Kritik. Das heißt,
Sie nehmen das sehr persönlich. Das werden wir dann auch speziell bei den Freundschaften dann sehen, wie sie darauf reagieren und wie das für sie abläuft. Aber sie können einfach nicht mit Kritik. Sie nehmen das sehr persönlich auf. Und was eine weitere Schwäche ist, was aus dem resultiert, ist, dass sie deswegen einfach auch Kritik vermeiden möchten. Sie vermeiden Konflikte und dadurch ist was, wo sie gerne mal was in sich einfressen, wo sie immer schauen, hey, okay, jetzt ist der Konflikt da. Was gibt's, das einfach mehr Spaß macht? Das heißt, sie umgehen immer Konflikte und so staut sich gern einmal dann etwas aus, was wirklich einen Clasher macht und sie sich dann denken, shit eigentlich, wo sie in einer gewissen Situation reingeraten sind, wo sie viel früher hätten lösen können, aber da einfach das nie angesprochen haben und einfach umgangen sind. Die Entertainer langweilen sich sehr schnell. Das heißt, sie suchen immer die Unterhaltung, sie suchen immer den Spaß, sie suchen immer nach etwas, wo alle ihre Sinne aktiviert werden. Und wenn es das nicht gibt, dann kreieren sie sich das selbst. Das heißt, sie haben das wirklich gelernt, sich selbst diese gewisse Unterhaltung, die das Leben bietet, selbst zu kreieren, zu erschaffen. Und das hat aber oft damit zu tun, und das ist eben die gewisse Schwäche, hat damit zu tun, dass sie sich oft in sehr risikoreichen Bereichen einfach hineinbegeben, wo man so, wo sie im Nachhinein da denken, boah, shit eigentlich, also das hätte jetzt viel schlimmer ausgehen können oder das hätte jetzt da vielleicht nicht tun sollen. Das heißt, sie setzen sich eben extremen Situationen aus und versuchen dann auch ihre Freunde im Endeffekt dann ein bisschen dafür zu begeistern. Und wenn die abgelehnt wird, sind wir wieder beim Punkt mit Konflikt und mit Kritik und mit dem kann ein Entertainer grundsätzlich einfach nicht umgehen. Genau, und als weiterer großer Kritikpunkt ist eben, sie sind sehr unfokussiert und planen kurzfristig. Also für sie hat das, was jetzt gerade im Moment passiert, weil das jetzt gerade Spaß macht, weil das gerade lustig ist, hat für sie einfach immer höhere Priorität, das Kurzfristige als das Langfristige. Und somit tun sie sich auch extrem schwer, was Routinen angeht und dass sie sich ja wirklich über längere Zeit, über längere Frist sich was aufbauen. Genau, und jetzt kommen wir zu den Beziehungen. Und sagen wir so, für einen Entertainer ist Beziehungen ein Bereich, ja, der, wir haben schon viele Typen gehabt, die wirklich langfristig planen und der Entertainer gehört definitiv nicht dazu. Wieso? Ganz einfach, er liebt es im Moment sein und er liebt es auch mit dem Partner viel zu erleben, eine Gaudi zu haben. Aber selbst wenn er ein Commitment abgibt, er wirft es gleich mal über Bord, wenn er das Gefühl hat, dass der Partner langweilig ist. Und das heißt, er springt gern von Partner zu Partner. Wenn man wirklich mit einem Entertainer oder wenn man selbst Entertainer ist und da langfristig planen will, dann muss der Entertainer gewisse Reife erreicht haben, weil sonst ist es extrem schwer, mit ihm wirklich langfristig da zu planen, weil er extrem sprunghaft ist. Er will einfach den Moment extrem genießen, er liebt es, einfach Spaß zu haben. Und wenn es irgendwann langweilig wird, wenn wirklich die Probleme kommen, Alltagsprobleme, dann taucht er gern unter und versucht den Konflikt zu vermeiden. Was aber ist, wenn man es wirklich schafft, mit dem Entertainer, der auch schon gewisse Reife hat, in einer Beziehung zu sein, gibt es kaum einen Typen, der einfach so eine erfüllende, abenteuerreiche, abwechslungsreiche Beziehung liefern kann, weil mit dem Entertainer findet man ständig neue Abenteuer. Er ist extrem charismatisch und liebende Persönlichkeit. Er liebt die Ästhetik, er will immer neue Dinge ausprobieren und wenn man mit ihm auf Dates geht, dann ist immer irgendwas Cooles dabei. Er ist sorgt für die Action. Wie gesagt, er will die Action erleben und wenn es keine gibt, kreiert er sie. Er ist derjenige, der im Rampenlicht steht. Er ist derjenige, der wirklich die Power auslebt, der wirklich dafür sorgt, dass jeder um ihn herum eine Gaudi hat und es lieben die Leute an ihm. Und er sagt mal so, es ist nicht schwer für ihn, auch ein Date zu haben, weil er sehr charismatisch ist, weil er dieses Funkeln hat und Leute fühlen sich anzogen, weil er sehr positiv wirkt. Nur wichtig ist es, weil er eben Kritik auch nicht vertragen kann, wenn man von außen auf ihn zugeht und sagt, dass das so nicht geht. Oder selbst wenn der Partner sagt, hey, nimm das nicht persönlich, gell? Aber ganz schwer, weil dann macht er komplett zu und er taucht unter und sucht sich seinen Spaß mal anders. Das heißt, der Entertainer muss lernen, mit Kritik umzugehen und der muss wirklich lernen, dass eine Beziehung nicht etwas ist, wo man heute sagt, ich führe die Beziehung und morgen, ja, weil einfach mein Gefühl sagt, das passt nicht, hau es über den Haufen. Das ist ganz wichtig, das müssen Entertainer lernen, was die Beziehung angeht. Sie sind sprunghaft. Wenn sie die Reife erreicht haben und Erfahrungen haben,
können sie wunderschöne Beziehungen führen, die beide Partner extrem erfüllen, die für Abenteuer sorgen, wo wirklich Action dabei ist und wo beide noch am Ende des Lebens sagen, wow, das war ein Abenteuer. Also ein Entertainer kann in der Beziehung ein Abenteuer kreieren. Die Freundschaften, wie schaut es da eigentlich aus? Bei den Freundschaften ist es so, dass Entertainer, wie wir eh schon jetzt langsam mitgekriegt haben, okay, die lieben einmal Abenteuer, die sind im Hier und Jetzt, die aktivieren gerne am besten alle Sinne gleichzeitig und genau so läuft es bei den Freundschaften ab. Das heißt, Entertainer lieben es, im Moment zu sein, aber diesen Moment speziell mit ihren Freunden zu teilen. Das heißt, Entertainer veranstalten auch gerne mal was, also sagen wir so, machen gewisse Vorschläge und machen gewisse Ideen, was sie als Gruppe machen könnten, obwohl er an sich jetzt nicht so der Typ ist, der Dinge plant, aber bei der Freundschaft ist es was, wo er hergeht und sich wirklich eine Zeit investiert, wo er sich gewisse Gedanken macht, so was für ein cooles Erlebnis könnte man jetzt da machen als Gruppe und das ist was, wo er dann natürlich extrem aufgeht und es muss nicht nur in der Gruppe passieren, selbst wenn der Entertainer selbst was erlebt für sich, dann liebt er mit seinem gewissen Charme, mit seinem Stil, mit seinem Witz einfach auch, wirklich Stories in am besten allen seinen Freundeskreisen wirklich zu erzählen, zu teilen. Also das macht ihm einfach extrem Spaß. Wie gesagt, auch in seinen Freundeskreisen wirklich jedes kleinste Detail, was er nicht alles erlebt hat, einfach auch zu teilen. Die Schwäche, was der Entertainer eben aber hat, ist, dass recht schnell etwas langweilig wird und das heißt, wenn er im Freundeskreis spürt, okay, da ist die Person zum Beispiel, da fühlt er sich jetzt dann nicht mehr so on fire, das ist jetzt dann nicht mehr so aufregend, dann ist der Entertainer auch gern einmal wirklich so, dass er sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr so in der Richtung, du erfüllst mein Leben nicht mehr und sucht sich einfach andere Freunde. Und das scheint oft so, als wäre ein Entertainer recht oberflächlich, was jetzt aber an sich nicht so ist. Klar, er hat damit Schwierigkeiten, speziell was intuitive Menschen angeht, mit denen Freundschaften zu knüpfen. Aber er ist jemand, der extrem schnell Freunde findet und grundsätzlich ist er schon wer, der sich wirklich um die Gruppendynamik kümmert. Der dem taugt, wenn eine Harmonie in der Gruppe ist, wenn man Spaß gemeinsam hat. Er hört seinen Freunden wirklich zu. Es ist ein sehr aufrichtiger Mensch, der sich ja sehr gut hineinfühlen kann, speziell wenn einmal gewisse Probleme da sind, wo er denen zuhört, vielleicht da gewisse Tipps gibt, vielleicht da etwas inspirierend ist. Aber sollte er Ablehnung bekommen von jemandem oder einer Gruppe wegen einer Gruppe, Trips Empfehlung, weil er sagt, hey, was ist, wenn wir das machen und jemand sagt, okay, na, auf das habe ich keine Lust oder schau, das ist doch ein bisschen too risky, das ist ein bisschen zu riskant, nachher nimmt er eben das wieder persönlich und stoßt die Person eher ab und sagt so, okay, brauche ich nicht, muss ich nicht haben, passt nicht in mein Leben und da sucht er gerne mal andere Freunde und er findet auch sehr schnell und gern einfach auch neue Freunde. Yes, nächster Punkt, Eltern. Und Eltern sein ist für Entertainer mega. Und wenn ihr Eltern kennt, so wie ihr vielleicht sagt, was ist denn das für ein cooler Dad? Oder was ist denn das für eine coole Mom? Dann sind es Entertainer. Entertainer sind eigentlich, kann man so sagen, die coolsten Eltern überhaupt. Weil erstens einmal, wenn das Kind zum Beispiel sagt, Papa, ich will Astronaut werden. Dann sagt der Papa, ja mega cool, das taugt mir, hey cool, geil, gehen wir es an, ich helfe dir dabei. Das heißt, der Entertainer glaubt ans Kind, er glaubt an die Träume und umso verrückter das klingen mag, umso cooler ist es für einen Entertainer, weil er selbst wieder die Action hat und weil es für ihn selbst wieder Abenteuer ist. Also das ist richtig cool, wenn das Kind Träume hat, hilft er dem Kind dabei, dass er das Kind das entdecken kann und der Entertainer ist auch nicht der, der eine fixe Routine vorgibt und das lieben Kinder oft an Entertainer-Eltern. Sie gehen aus, sie probieren jeden Tag was Neues aus und der Entertainer findet das super. Wo andere vielleicht planen und sagen, hey, jetzt tue ich nicht so viel um und um, jetzt fokussiere dich einmal auf das Studium oder was. Das sind Entertainer-Eltern, die sagen, probier's aus und der Entertainer findet es super, weil im Leben gehört es dazu, dass man Erfahrungen macht, dass man viele Dinge ausprobiert und man soll sie nicht vorwerfen können, dass man es nicht probiert hat. Entertainer lieben das einfach. Und was sie auch sind extrem feinfühlig und sie wissen ganz genau, was fürs Kind wichtig ist und kennen das Kind
super nachvollziehen, super nachempfinden, wie es ihm gerade geht und auf das Kind auch wirklich eingehen. Das heißt, diese Empathie im Kind gegenüber und auch diese Offenheit, der Abenteuertrieb macht sie zu grandiosen Eltern. Und was auch noch dazu kommt, sie haben Erfahrungen gemacht, oft als Eltern. Also wie gesagt, wir haben vorher schon kurz geredet, unreife Entertainer ist es oft schwieriger, langfristige Beziehung aufzubauen. Wenn der Entertainer aber wirklich weiß, okay, der Partner füllt ihn, er lässt sie nicht gleich ein auf eine Beziehung, sondern hat gelernt, dass der Partner ihm Spaß geben kann und dass er da wirklich langfristiger planen will, weil er Erfahrungen hat, kann er auch schmerzhafte Erfahrungen mit dem Kind teilen und das Kind auf eine extrem schöne, liebe Art und Weise davon abhalten, dass das Kind selbst Fehler macht. Er macht es nicht mit Druck, er macht es mit Freude, er lebt so im Moment und ist definitiv einer der coolsten Elternteile, die es überhaupt gibt. Also Entertainer-Eltern, mega cool, mega Abenteuer. Wie läuft es in der Karriere ab? Der Entertainer ist ein Spiegel, wenn man so will, speziell in der Karriere. Da kann man sich darunter vorstellen, dass er wirklich die Stimmung spiegelt und zwar so, dass wenn in im Büro, im Job, im Business, wenn dort gewisse Good Vibes sind, wenn dort einfach eine gute Stimmung ist unter den Kollegen, dann spiegelt er das und er pusht es fast noch mehr. Das heißt, er geht da rein, er sorgt noch mehr für Stimmung, dass die Menschen auch noch mehr harmonieren. Und umgekehrt ist es nicht so, dass wenn es dann irgendwie eine schlechte Stimmung ist oder es vielleicht Probleme oder gewisse Traurigkeit gibt, dass er dann der Erste ist, der weint, also das nicht. Er ist eher derjenige, der das so fernspiegelt, dass er dann eben genau zu den Menschen, zu den Kollegen hingeht und sich wirklich hineinfühlt, wirklich auch inspirierend wirkt und sagt, schau her, so und so könnte man das versuchen und aufbauend ist und er wirklich sich auch wirklich einsetzt für die anderen. Also das ist, was den Entertainer extrem nach oben hebt, speziell was den Umgang mit Menschen angeht. Und deswegen passen zum Entertainer auch wirklich so gut Jobs, wo er mit Menschen zu tun hat. Also ob er Sanitäter ist, ob er ein Coach ist, ob er ein Betreuer ist oder ein Fotograf vielleicht, was ein bisschen Kreatives angeht. Das heißt, Entertainer, kurz knackig gesagt, es muss aufregend sein und er muss mit Menschen zu tun haben. Und das ist eigentlich da schon einmal das Wichtigste bei der Karriere, weil genau das ist das, wofür er brennt und was er liebt. Genau, das, wofür er nicht brennt, sind einmal datengesteuerte Prozesse. Das heißt, was wirklich so Management-Dinge angeht, wo er am Computer sitzt, wo es auch wirklich um gewisse Routinen geht oder Zeitabläufe. Also allein, wenn er das schon hört, stellt es ihm schon alle Haare auf. Und das ist was, das, ja, da vernichtet man ihn. Also da läuft der Entertainer freiwillig davon und macht er grundsätzlich auch nicht, weil er das wirklich bedrückt und er einfach blockiert. Also da läuft er davon. Und jetzt kommen wir noch wirklich zu den Gewohnheiten am Arbeitsplatz. Wie ist das allgemein so? Und Entertainer sind eben diejenigen, die bringen die Stimmung mit. Egal, ob die Sonne scheint, egal, ob es regnet, wenn es einen Entertainer im Büro gibt, scheint die Sonne immer. Weil er kommt rein und er bringt Stimmung, er will mit den Kollegen eine Gaude haben, er sorgt dafür, wirklich als Manager, dass alle am Arbeitsplatz eine Gaude haben. Und was aber auch wichtig ist, er übt gern Kritik aus, ehrliche Kritik, kann sie selbst aber nicht verkraften. Und das ist wieder so wichtig, weil er neigt dann auch immer wieder zu Drama. Also der Entertainer ist auch Drama Queen und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er teilt gern selbst aus, sagt sehr ehrliche Kritik, aber er kann es nicht verkraften. Und was auch noch wichtig ist am Arbeitsplatz, dass der Entertainer Freiheit und wirklich die Spontanität über alles liebt und da ist ihm Sicherheit komplett egal und Stabilität. Und als Entertainer kann es vorkommen, wenn ihn was nicht erfüllt, dann geht er. Dann kann es sein, okay, von heute auf morgen ist weg. Er geht einfach, weil es erfüllt ihn nicht. Und er ist aber auch der, der wirklich dann hinkommt und wenn er eine Gaude hat, wenn er den Freiraum hat, er macht seine Projekte verlässlich. Es gibt sehr wenige Typen, die so eine coole Kombo haben aus einem Observative Trait und aus wirklich der Gabe, mit Menschen gut umzugehen. Das heißt, er ist sehr praktisch veranlagt, ist aber empathisch, kann super auf Menschen eingehen, kann Dinge und Prozesse sofort ins Laufen bringen. Wichtig ist bei ihm aber, er mag die Struktur nicht. Also da sollte man ihn nicht einbauen. Er ist fürs Brainstormen super, er ist für neue
neue Ideen zu haben. Er ist derjenige, wo man sagt, start mal was an. Er ist mega begeistert, verliert sich in dem Abenteuer im Moment und braucht aber Leute um ihn herum, die die Prozesse langfristig steuern. Aber wie gesagt, am Arbeitsplatz, der Entertainer bringt die Sonne mit. Er organisiert auch wirklich in der Firma die Veranstaltungen. Er sorgt auch außerhalb der Firma dafür, dass die Leute zusammenkommen, eine Gaude haben und ist wirklich eine Bereicherung für jede Firma da draußen, weil er immer die Good Vibes hat. Immer Good Vibes, er will eine Gaude haben, steckt andere damit an und alles in allem kann man sagen, der Entertainer ist wirklich ein Typ. Wenn er lernt, langfristig, ein bisschen langfristig zu planen und wenn er merkt, dass er wirklich auch auf der Welt mit anderen Gaude haben kann, langfristig, auch wenn es kurzfristig einmal nicht passt, dann hat der Entertainer ein mega cooles Leben, ist ein Typ, der dann auch wirklich langfristig richtig gut ankommt und zum Schluss noch, wer sind jetzt Entertainer? Hm. Und ich glaube, das ist relativ offensichtlich, Marilyn Monroe, Adam Levine, Miley Cyrus, Leonardo DiCaprio, also das sind alles Entertainer, das heißt, die wirklich auf der Bühne sind, die wirklich performen auch, die einfach die Gaude haben, die leben. Da erzählt zum Beispiel eine Story von DiCaprio, was ich vor kurzem gelesen habe, sehr spannend. Er ist beim Festival unter die Masse gegangen, unter die Menge und hat mitgefeiert. Einfach normal, er wollte einfach unter die Leute sein, er wollte nicht VIP sein, weil er einfach die Good Vibes haben wollte und hat dort mit der Masse mitgefeiert. Und das zeichnet nun Entertainer einfach so aus, sind wirklich eine bodenständige Leute, die einfach eine Gaude haben wollen. So kann man es am besten beschreiben. Mhm. Yes. Das war's. Entertainer. Das war der Entertainer. Und wenn ihr Entertainer seid, dann viel Spaß auch wieder, weil den werdet ihr jetzt sicher gleich haben. Und wir freuen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.